Jo, weiter geht's mit Rise of the Triad. Maul, Rise of the Triad 2013 und es ist Bosszeit. Habe ich da gerade... Ah, eine Münze habe ich vergessen. Wie komme ich zu der? Was, ich soll Rocket jumpen wegen einer Münze? Bist du blöd? Nee, geht auch so. Ist jetzt was aufgegangen? Manchmal klingt das so. E3 Level 5. Das heißt, es ist Bosszeit. Und ja, die liebe ich besonders heiß. Und da wir gerade beim Thema sind heiß, hier ist Lava. Und mir schwand wieder gar Fürchterloches. Wir müssen aufmunitionieren. Bis unter den Kieferrand. Damit wir eine Chance haben. Die Bosse werden ja wahrscheinlich nicht leichter. Obwohl der letzte Boss war eher nicht so schwer im Vergleich zum ersten Boss. Der hat mir den Zahn gezogen. Nerventechnisch. Das ist eine Basis. Oh Gott. Hier wohnt der Boss Cartwright. Wo ist Little Joe? Münzen haben wir schon mal genug gefunden. Auf die stehe ich weniger als auf Explosives. Und ich habe auch einen Patch runtergeladen, der die Performance erheblich verbessert hat. Wenn es den gleich gegeben hätte, hätte es mir einiges an Nerven erspart, weil diese Jump-Einlagen sind natürlich mit hoher Framerate besser zu meistern wie mit niedriger. So, wo lang? Da lang oder da lang? Ich glaube, hier ist noch ein bisschen was extra. Das einzige Problem, was sie nicht behoben haben, ist, dass man überall hängen bleibt, nach wie vor. Was das Ganze etwas entwertet, weil... Ja, der ist mir lieber, genau. Das ist die Mini-Nuke. Weil im Original hat es das ja auch nicht gegeben, dass man wo hängen geblieben ist. Aus dem einfachen Grund, da die Grafik so schlecht war, es gab nichts, woran man hängen bleiben konnte. Es waren nur 3 Pixel vorhanden und ein Sprite. Das war die Umgebung. Also insofern... Mann, die sind ganz schön großzügig hier. Time to bring the pain. Also den... Nee, der taugt mir nicht. Das ist dieser Granatwerfer-Scheiß. Ich habe jetzt alles auf Ludicrous gestellt von den Einstellungen. Und es läuft eigentlich ganz gut. Nicht extrem flüssig. Ich habe jetzt 30 Frames pro Sekunde nur. Was eigentlich nicht berauschend ist, wenn ein Spiel dieser grafischen Güte im ironischen Sinn gemeint. Aber sagen wir so, vorher wäre es mit einem Frame pro Sekunde gelaufen. Das heißt, wir haben 300% Verbesserung oder wie viel? 3000? Oh, Metal Threat, das heißt, es ist ein... Oh, ein Robot-Boss. Es hätte mir zu denken geben müssen, dass die erste Folge, also die erste, der erste Level dieser Episode Robotrix hieß und die ganze Episode stand im Zeichen der Robots. Was haben wir denn da? Oh, das hat ausgesehen, als könnte ich es einpacken. Hier ist schon eine Öllache. Vielleicht ist er nicht mehr ganz intakt, der Gute. Ui, der sieht aber wirklich finster rein. Schaut er das an. Und so viele Raketenwerfer. Scheiße. Oh Gott. Wie soll ich denn das schaffen? Oh, oh, jetzt hat es mich aber erschrocken. Es hat mich erschrocken. Gibst du. Ich spring mal darauf. Nimm mal das. Schau. Er wehrt sich gar nicht. Ich glaube, das... Ich fürchte, das... Oh, das kommt noch! Ja, das kommt noch. Wir nehmen ein paar... Ich hab nichts mehr! Was nun? Oh, hier haben wir was. Was macht er jetzt? Ich stell mich auf seine Plattform, ha? Huh? Oh, nein! Nein, nicht in die Lava! Nein, nein! Nein, nicht in die Lava, bitte! Nicht in die Lava! Ah, ich war in der Lava!
Scheiße. Ja, das musste so enden. Ich wusste ja nicht, dass das runtergeht. Bitte, wie hätte man das wissen sollen, hä? Trial and Error. Heißt die Devise. So, jetzt schau ich mal, was wohl die beste Position hier ist. Ich müsste ihn irgendwie zum Glitschen bringen können. Ja, ich hüpfe darauf. Ich glaube, das geht. Ja, wenn ich hier im Kreis wandere, dann kann er eigentlich nichts machen. Huh? Ich will jetzt nicht gleich... Ich muss ja aber einmal runter, weil... Das ist blöd, ja. Ich muss ja einmal runter, weil mir die Munition ausgeht. Das heißt, hier wäre es vielleicht sinnvoller. Aber wie komme ich darauf? So, es geht sich gerade so aus. Der ist auch nicht schlecht. Mann, wieso? Muss ich extra rangehen an ihn? Was? Schon wieder aus? Aus aber gut, oder was? Ui. Arschgesicht. Ich glaube, da war irgendwo eine Rüstung. Die hätte ich gebraucht, ja. Die Rüstung. Ja, die Rüstung, was? Okay, ich schnapp mir noch vorher die Rüstung. Irgendwo ist eine Rüstung versteckt gewesen. Ah, ich kann nicht rauf. Scheiße. Oh, fuck, die fuck. Oh, fuck. Es gab nämlich oben eine Rüstung. Aber die kriege ich jetzt nicht mehr. Ich rennt viel. Ich müsste den Level neu starten. Ich probiere es noch einmal und starte sonst neu, okay? Ist das ein Deal? Oder no Deal? So, dann gehen wir da lang. Wir müssen nur schauen. Was ist denn eigentlich das da? Oh, das sind Homing Missiles! Ja, das wusste ich nicht. Okay, ich restarte die Map und hol mir die Rüstung. This baby could put a smile on anybody's face. Hier war irgendwo eine Rüstung. Da oben? Nee. Ja, da oben war sie, genau. Das heißt, wir müssen Rocket jumpen. Scheiß auf die Münzen eigentlich. Münzen sind jetzt nicht mein vordringliches Problem. Aber die Rüstung, die hilft schon ungemein, würde ich mal sagen. Ist da oben auch was? Da ist ein Loch. Schau, da oben ist ein Loch. Das ist, glaube ich, nur ein Level-Design-Fehler. So, das sieht aus, als könnte man raufhüpfen. Dazu brauche ich aber eine... Oh, scheiße, ich habe den einzigen Raketenwerfer. Ich brauche einen anderen Raketenwerfer, damit ich Rocket jumpen kann. Oder geht das so auch? Es wäre dann egal, wenn ich sterbe, ne? Weil... Was? Ach so, das geht nicht. Er muss erst vorwärmen, vorglühen. Ja, das ist auch nicht der richtige gerade. Au. Au. Das ist nicht der richtige Raketenwerfer vom Rocket zu jumpen. Nee, war's nicht. Ja, aber ich bin oben. Ich bin oben. Aber ich muss noch höher. Scheiße, wie? Wie komme ich noch höher? Nee, da komme ich doch nie rauf. In 100 Jahren komme ich da nicht rauf. Oder? Wenn ich darüber hüpfe. Das glitscht schon gewaltig hier, sage ich euch. Wisst ihr, wie das glitscht? Man kann nicht wirklich rauf, man rutscht runter. So, das hätten wir. Jetzt müsste ich irgendwie...
da vorbei und dann darauf jumpen. Oder habe ich nur einen Versuch? Wenn ich den verpasse, dann falle ich wieder ganz runter, muss von vorne anfangen. Aber ich glaube, das geht sich auch nicht aus. Es geht sich nicht wirklich aus, darauf zu springen. Nee, und jetzt habe ich keine Gesundheit mehr. Wisst ihr? Da ist aber auch eine Rüstung. Gut, eine Rüstung hätte ich. Aber wie komme ich zur nächsten? Die ist nämlich die wichtigere, das ist die mit Feuer. Wie zum Henker soll man da raufkommen, bitte? Also mit meiner Gesundheit im Moment gar nicht, das steht fest. Ist da noch eine Gesundheit? Ne, da ist nur der da. Das ist eine scheiß Waffe gegen den Boss, glaube ich. Und ich habe ja nicht mal volle Gesundheit. Ich müsste dann einmal sterben, vielleicht kriege ich dann wieder volle. Das könnte sein, aber ich würde nicht drauf wetten. Kann ich hier was drücken? Nee. Ich probier's halt, ob ich... Ich meine, ich kann natürlich unten Gesundheit holen, aber... Puh. Das heißt... Wir werden ein bisschen was anbraten hier. Ist da oben auch noch, ja. Aber das hätte ich halt nachher gebraucht, ne? So, jetzt bin ich aber voll. Gut. Jetzt müsste man halt quick saven können. Okay, wir probieren's. Wir gehen da rein. Nein, nein, nein. Wir holen uns die da. Oh, war vielleicht nicht so tolle, aber auch nicht so schlecht. Und wir sind schon wieder aus. Nein, jetzt geht das Ding ab, ja. Payback Time würde ich das noch nicht bezeichnen. Ich glaube, er ist geglitscht. Ja, wieso hält der so viel aus? Ich mach kaum Schaden, Mann. Oh. Oh, Scheiße, er hat mich. Schau, wie wenig Schaden. Habe ich nichts mehr. Mir geht gleich die Ding aus. Das macht schon sehr wenig Schaden. Das macht überhaupt keinen Schaden. Das macht Schaden. Der kann sich gar nicht wehren hier. Oh. Er kann sich schon wehren, aber... Er ist ein wenig geglitscht. Nicht viel geglitscht, aber doch ein wenig. Nein, ich hatte ihn schon so weit. Scheiße. Mann, ich hab wieder... Jetzt muss ich alles nochmal einsammeln. Und die Rüstung ist auch weg. Bist du völlig verblödet, oder was? Ich glaube, sie haben ins Hirn geschissen. So, wir scheißen drauf. Gehen gleich darauf.
warte hier, dann hole ich mir die Suppe da drüben, bis er ausgeschossen hat. In Deckung gehen und draufhalten. Mehr Taktik braucht man eigentlich wissen. Schade, dass es nicht mehr Munition von der da gibt. Okay, er glitscht wieder. Ah, jetzt. Es ist meine Zeit gekommen. Ich glaube, die Taktik funktioniert, aber man müsste sie ein bisschen verfeinern. So, dann warten wir, bis er geschossen hat. Ist er wild? Geh mal darüber. Nein, ich wollte die Suppen. Ich wollte Suppen. Oh Gott. Ah, ich bin in die Lava gefallen wie ein Arschgesicht. Natürlich. Ich will da rauf. Oh, wow. Hier war es super. Schade, dass ich nur die blöde Wumme hier habe. Jetzt könnte man es hier aushalten. Ich hab nichts mehr. Ja, 3 Schuss noch. Nein, 10 Schuss noch. Wenn sich das jetzt nicht ausgeht, ich sag's dir. Jawohl! Gleich hab ich ihn! Ich glaube, ich hab ihn. Fucking A! Fucking A, ja. Auf die Klappe. Made in Japan, ja. Time to bring the pain. Qualitätsprodukt. Puh. Gut, dass es nicht Kruppstahl war. Sonst sehe ich morgen noch da. Das war schwer und das war der Boss von Episode 3, Level 5, Know Thine Enemy, wer immer das auch war. Ich habe ihn geschafft und wir sehen uns im nächsten Level, im nächsten Leben. Bis dann, tschüss.